Ja, hallo, weiter geht's hier bei Diablo. Das ist der VS Henry im jetzigen Moment mit einem kleinen Schild für eine große Waffe. Aber gut, wollen wir mal gucken. Tyrael erzählt mir nochmal was. Scheiß drauf, wie gesagt, hier geht's nicht um die Story. Dafür gibt's andere Leute, die haben sich die ganze Story nochmal dazu geholt. Ja, seht ihr diese Rüstung? Also bei mir geht's jetzt hauptsächlich darum. Zu overlive, das ist auch der Fachausdruck. Overlive will ich nur. Ja. Gut. Und wir betreten den Palast, wenn uns die Tür geöffnet wird. Mach mal auf. Ja, gehen wir, ne? Cool. Sehr cool. Von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Ja. Hier, du bist ein kleines Arschloch. Weißt du? Verstehst du mich? Ich mag den nicht. Also das ist voll das Arschloch für mich. Und warum? Das konnte ich nie so deuten, aber irgendwann wusste ich es dann doch. Weil er ist ja der Herr der Lügen. Und ist Asmodan der Herr der Lügen? Oder der Herr der Fliegen? Ne, ich weiß es gar nicht mehr, wer von den Übeln in ihm steckt. Was auch noch so. Oh! Ja, wir fliehen nicht. Hier gibt es nochmal eine Truhe. Okay, können wir schön alles kaputt machen hier. So, wunderbar. Flieg! Flieg, Schattenfell! So, wir haben 14:15. Können wir auf die Uhr geguckt. Und den Himmelsfuhrer dazu beschworen. Dann geht das alles mal ein bisschen flüssiger. Ich fühle mich gerade sehr wohl auf Meister. Also Schwierigkeitsgrad Meister. Ich muss mich nur echt hart aufpassen, dass ich dran denke vor Bossen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mal runterschalten soll. Obwohl das ja Beschiss wäre, ne? Ja, wir machen das Konstrukt schon kaputt, brauchst keine Angst haben. So, haben wir ein Pferd rausgeholt. Zack. Ich mag das nicht, wenn ich von dem umringt bin. Ich meine, wenn die so auf einer Seite stehen, meinetwegen, da kann ich höchstens so zwei, drei angreifen, aber wenn die rundum stehen, eher unangenehm für mich. So, jawohl. Und hier ist noch so ein Ding. So. Ja, also die Schlangengegner auf jeden Fall cool. Schlangenmenschen. Immer gern gesehen. Wunderbar. Weil ich brauche auch noch einen Stiefel. Also ich meine, Ziege habe ich ja schon gegessen jetzt hier. Ziegenmensch Steak. Aber Schlangenlederstiefel sind halt natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität. So, jetzt habe ich das bisschen verschwendet da, mein Himmelszauber, aber wer weiß. Der kommt ja auch gleich wieder, ist ja schon wieder halb refreshed und ich stehe hier genau in so einem scheiß Blitzfeld drin. Alter Schwede, ey. Die Reaktion ist echt schon ein bisschen verlangsamt bei mir. Also ganz interessant, der Schulz sagte so, der hat sich das auch mal angeguckt in so ein paar Folgen und so. Das sagte, ja, man merkt ja gar nicht, dass du betrunken bist. Und diese Maske trage ich wohl. Sag ich jetzt mal. Ja, da gehen wir noch mal rein. Die Kanalisation ist ganz cool gewesen. Mal ein bisschen Schritt nehmen vorher. Ich habe meine Mutter Adria gefunden. Lecker. So. Ja. Also bei mir wird es immer erst kritisch, wenn ich anfange zu lallen. Meine Mutter lebt. Bis jetzt geht es noch einigermaßen. Kann man sich nicht beschweren. Aber es ist halt nicht unbedingt, wie ich etwas sage. Ich meine, verstehen sollte man mich dann doch noch, wenn ich ein Let's Play aufnehme. Das Problem ist nicht, wie ich was sage an dem Trunky-Ding, sondern was ich sage. Da habe ich schon Dinge herausgekloppt, alter Schwede. Ja. Man fühlt sich ja dann immer unbesiegbar. Das ist natürlich auch so eine Sache, also.
Also jemand, der Hardcore spielt bei Diablo oder sag mal jemand, der permanent das Spiel spielt, wo man so lange an irgendwas arbeitet, wie hier bei Diablo, dass man halt einen Charakter entwickelt und so weiter, wird im Leben nicht alkoholisiert spielen. Das ist für den absolute Katastrophe und vielleicht ist das für denjenigen ja interessant, mir dabei zuzugucken. Vor allem, wie ich hier total furchtlos in die Gegner Massen rein dive. Satan und Deivel, Mutter. Jawohl. An dieser Stelle Grüße an die Jungs von Badesalz. Ihr seid die Besten. Auch wenn ihr in die Jahre gekommen seid, ist aber nicht so schlimm. Wir lieben euch trotzdem. Ja, man muss das auch mal sagen. Also jetzt hier. Ich bin ja eher ein Freund der Komik. Ich gehe auch privat zu Komiker, Live-Auftritten und so weiter. Und Badesalz auch jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Und man merkt einfach, die sind älter geworden. Der Humor hat sich verändert. Sagen wir es mal so. Aber dennoch sind sie die Helden meiner Jugend. Und auch die Helden viele andere. Also ich kenne jetzt schon viele Leute, die nicht aus Hessen kommen, die total begeistert sind von Badesalz. Die haben auch richtig, richtig geile Nummern gebracht, ne? Allen voran der Film Abutze, der halt so typisch, also Badesalz-mäßig total verpsycht ist. Also das ist wirklich ganz heftige Nummer irgendwie. Sehr morbide auch. Badesalz ist immer so morbide. Ich weiß auch nicht. Einfach immer so. Nah am Leben, würde ich sagen. Ja. Deswegen auf jeden Fall Badesalz top. Und Mundstuhl. Ach, Mundstuhl, da müsste ich eigentlich mal hingehen jetzt. Muss mal meinem Bruder sagen, mein Bruder, das ist der Aigo, den habt ihr auch schon, wenn ihr die Counter-Strike Let's Plays gesehen habt und unseren Gameplays, habt ihr den auch das ein oder andere Mal dabei. Oder in unseren Videos, wo wir Gäste haben, da war er auch mal dabei. Jetzt gibt es hier wieder so einen kleineren Zwischenbosskampf. Dann hauen wir doch gerade mal ein bisschen was rein hier. Ich will ja nicht, dass mir hier irgendeiner nachsagt, ich werfe hier irgendwas rein. Und das Schlimme ist, ich habe eben noch dran gedacht, ich wollte unbedingt noch mal gucken, was hier die Skills genau bringen. Also jetzt nicht jetzt gelesen, während ihr dabei seid, das müsst ihr jetzt auch nicht machen, sondern noch mal meine Skills abgleichen. Und ich weiß gar nicht so genau, ich habe total vergessen, was die so alle bringen. Also hier der Arkane Champion und der Gebot der Gerechtigkeit. Muss ich gleich noch mal reingucken. Und was ich auf jeden Fall gleich nochmal machen möchte in der Pause, möchte nochmal reinschauen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, da, oder ob es da jetzt irgendwie, ja, es gibt sicher ein Bild oder so, wo ich sage jetzt hier, okay, also ein kleines Bild, wo ich sage, okay, der kann ich jetzt mal machen. Aber ich gucke gerade raus, draußen geht gerade die Welt unter. Richtig krasses Wetter. Muss ich irgendwann das Fenster aufmachen oder die Tür aufmachen, damit man so richtig das Feeling hat. Also, hört man das? Da draußen ist gerade Wolkenbruch. Ich werde es mal auflassen, vielleicht ist es ja ganz cool. Wenn nicht, dann hört es nicht. Boah, sieht so, wie ab das geht, ey, wie ab das geht. Hart. So, Adria, mach's gut. Wir freuen uns. Haben wir schöne Erfahrungspunkte dabei. Und was ist los? Ah ja. Cool. Am Video. Hab vorhin schon gekriegt, dass Afrika ist. Ja, da draußen ist gerade ein richtig harter Sturm. Ich werde das jetzt gerade mal mit meinem Handy aufnehmen. Und das kann ich ja dann auch hier mal hochladen. Kann ich dann mit Querverweis. Mal gucken, ob ich es mache. Das ist jetzt während ich die Atmung spiele, gerade das Wetter in Weilburg. Jawohl. Ich werde natürlich einen kleinen Link einfügen. Wenn ich dran denke,
Eieiei, da draußen geht so einiges ab. Und in diesen Verhältnissen spiele ich Diablo und Apfelwein. Zack. So. Sorry für diesen kleinen Exkurs. Sowas mache ich natürlich auch nur, wenn ich einen Tee habe. Ich werde dann gucken, dass ich dieses Video verlinke. Das ist widerwärtig, genau. So, laufen wir mal hier entlang. Ja, das ist hier nochmal so eine kleine Sektion. Ah, hier ist dieser widerliche Kaiser. Jetzt nicht besessen vom Asmodan. Also ich glaube, der Herr der Lügen, der verarscht ihn, ja. Ich hoffe, es ist Asmodan. Ich will jetzt nicht lügen. Ich bin doch da auch nicht so firm drin. So. Ob das jetzt Asmodan ist oder Taliban oder... Ah, hier kommt ein Skelett im Ausruf. Und Stufe 34, jawohl. Das geht Schlag auf Schlag. Also ich habe jetzt in der letzten Folge, hatte ich glaube ich am Anfang der Folge direkt irgendwie einen Aufstieg gehabt. Jetzt auch wieder. Auf jeden Fall interessant. Geht gut ab. Hier die Fliegen alle. Also das hier ist auch so ein Part, den ich sehr gut finde. Die Kanalisation, die fand ich bei dem zweiten Akt von Diablo 2 auch schon ziemlich cool immer. Wenn man in den zweiten Akt gekommen ist, da ging es relativ am Anfang schon direkt in eine Kanalisation. Also unter so einem Palast, wie auch hier. Und das fand ich auch richtig cool. Also das war eine Sache. Na gut. Ich überlege echt, ob ich vielleicht nochmal irgendwie Diablo 2 zeige oder so. Keine Ahnung. Ich meine, das kennt eigentlich auch jeder, aber manche Sachen, die möchte ich halt gerne auch haben. Der Vollständigkeit halber. Weil wir wollen ja auch auf unserem Kanal, wie kann man das sagen? Ein bisschen Auswahl bieten, ein bisschen was erzählen dazu. Also ich sag mal so, also wir haben jetzt schon 600 Videos oder so, oder fast 700. Und ich will halt, dass für jeden irgendwas dabei ist, dass jeder mal guckt und vielleicht über den Playlists irgendwas findet, dass er sagt, ach, das gucke ich mir mal an, das interessiert mich. Fände ich cool. Und also ich mach's, weil es mir Spaß macht und hoffe dann auch, dass ihr natürlich, also mir macht halt Spaß, sowas zu erstellen natürlich. Und mir macht es aber auch Spaß, sich zu überlegen, ja, keine Ahnung, was kann man denn alles so zeigen, was interessiert Leute, die vielleicht genauso sind wie ich. Ja? Gucken die sich das an. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der sich auch mal ein Retro-Video anguckt oder sowas. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der Interesse hat an so Spielen wie Cat Lady oder Giants oder Gothic. Und ich glaube auch nicht, dass ich der Einzige bin, der sich jetzt gerne... Achso, ja, hier. Wenn ich das sage, ist es schon wieder nicht mehr aktuell. Aber jetzt in dem Moment. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel, habe ich jetzt eben gerade ein Video aufgenommen von Dragon Age, weil es jetzt aktuell zu dem Aufnahmezeitpunkt gratis bei Origin zu kriegen ist. So, das ist auch was, ne? Das finde ich auch super. Also Gratis-Spiele finde ich eh top. Und zwar legale Gratis-Spiele. Und dementsprechend habe ich jetzt meine Zeit genommen, habe eine halbe Stunde einfach nur quasi ein Video aufgenommen, wo ich euch mal Dragon Age zeige, ob ihr es kennt oder nicht. Ja? Ich zeige es euch. Und wenn ihr es kennt, braucht ihr es euch nicht angucken. Wenn ihr es nicht kennt, habt ihr aber diese Videobeschreibung. Und in der Videobeschreibung steht, jetzt gratis bei Origin. Und da könnt ihr euch das holen. Ein Mausklick und ihr holt es euch. Das ist mein kleiner Service für eure Likes, für eure Daumen hochs, für eure konstruktive Kritik. Und ja. Ich schicke auch sowas immer, das habe ich auch schon immer gemacht, so bei WhatsApp oder irgendwo hier, wo man halt so gerade schreibt, bei Facebook oder sonst wo. Wenn es sowas gab, habe ich immer meine Kumpel angeschrieben. Sagte, hier, da gibt es das und das gratis und so.
Das habe ich schon immer gern gemacht, weil ich finde einfach, das ist einfach cool, wenn es sowas gibt. Genau, weil wir doch davon profitieren. Und ich habe auf diesem Weg schon drei oder vier Spiele bekommen, gratis. Also jetzt hier Dragon Age hatte ich schon vorher. Also es war jetzt nicht so der Schnapp. Aber vielleicht sind da draußen auch Leute, die das noch nie gespielt haben, ja? An denen das vielleicht sogar vorbeigelaufen ist. Und dann guckt euch einfach mal an Dragon Age, was da alles abgeht. Ja, ist halt leider wahrscheinlich jetzt, wenn das Video rauskommt, nicht mehr aktuell. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch in dem Video angucken, wie das Spiel ist. Was euch da erwartet, ob das was für euch ist, ob euch die Grafik noch zusagt und so weiter. Ist ja auch so eine Sache, ne? Es kommt immer drauf an. Ist man jetzt interessiert? Ich nenne es mal so Grafik-Nazi. Mein Bruder ist so einer. Wenn er die Grafik nicht so dem entspricht, was er sich vorstellt, dann hat er schon nicht mehr so viel Spaß. Aber bei mir ist das eher nicht so. Bei mir kommt es eher auf die Story eigentlich an. Der Jules ist eher so der Gameplay-Typ, habe ich gemerkt. Also er mag auch eine coole Story, ja. Aber er spielt halt hauptsächlich, also für ihn ist halt eher im Fokus das Gameplay. Deswegen spielt er auch gern Hack and Slay. Oder drückt halt auch irgendwelche Story-Elemente einfach mal weg. Für mich ist das eher ungewöhnlich, dass ich das mache. Weil ich das eigentlich auch gern alles wissen will. Und ich meine, hier auch bei Diablo, ja. Ich meine, die haben hier so viel gemacht mit diesen Audiobüchern. Die höre ich mir alle an und die will ich auch alle anhören und so weiter. Weil ich finde es halt dumm. Oder für mich ist es. Nein, es ist nicht dumm. Nein, Blödsinn. Nein, für mich ist es persönlich nicht so cool, einfach nur irgendwelche Gegnerhorden zu metzeln, die irgendwie keinen Sinn haben. Deswegen finde ich das geil, dass hier jede Gegnerhorde so ein bisschen beschrieben ist und dass sie vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht wird. Also im Endeffekt sind es ja einfach nur Gegner und wir hauen die einfach tot. Aber ich will halt irgendwie, ach hier, das sind die Ziegenmenschen von da und da und das sind die Baumwesen und die Leichenschänder oder irgendwas, die machen das und das und das finde ich toll. Nicht genug Zorn. Auch wenn es nur ein Kleinkram ist, aber es ist halt für mich halt schon irgendwie essentiell, weil dann eine Welt irgendwie auch eine Gestalt bekommt. Auch wenn das hier vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Weil es ja hier eigentlich gar nichts gibt, außer den Kampf gegen Gut und Böse. Obwohl das auch nicht ganz stimmt, aber naja. Na gut. Jetzt habt ihr mal ein bisschen was gehört. Und ich werde gucken, dass ich das Video hier noch hochlade. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht's gut. Regen dann. Ciao.